Nee, das gilt auch für uns reine Leute. Sturmrunenschuss. Einmal pro Ruhephase, magnetische Schüsse, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit, wenn das Ziel mittlerisch. Überladung. Nee, magnetisch machen wir die mal. Und ja, wenn wir schon dabei sind, hier Geld auszugeben. Na, danke für die Striptease-Idee. Du bist jetzt im Augenblick hervorragend. Wir könnten dich legendär machen. Okay, wie. Du hast auch schon Veteranenmanöver. Ja. Was ist mit deinem? Du bist auch schon hervorragend und wir haben da auch schon alles reingepackt. Das Schild ist auch hervorragend. Faszinierender Kristall. Erlitt eine kritische Treffer mit Nahkampfwaffen, verfügen über eine Chance von 50% den Eingreifer zu verwirren. Verbessert sich bei kritischen Erfolgen zu bezaubert. Oder strahlender Kristall. Ah, nee, nehmen wir das hier mal. Und nährendes Licht. Wie Gesundheit wieder auf, wiederhergestellt. Wird sogar in der Abend, nachts noch besser oder beschützendes Licht? Das ist noch besser. Es heilt zwar langsamer, aber gibt Verteidigung. Nö, nehmen wir nährendes Licht mal. So, dass wir mal auch ein bisschen Geld ausgeben. Wie sieht's bei Exotis Zeug aus? Außergewöhnlich hervorragend könnten wir machen. Und die Laterne ist gerade mal gut. Okay, könnten wir sie? Nein. So, hervorragend. Gut. Gut, gut. Wir haben nicht zufällig eine gute, eine bessere Armbrust für dich als eine gute. Und eine außergewöhnliche. Das sollte helfen, wenn wir mal wieder oh, das ist sogar eine hervorragende. Wenn du mal wieder in den Fernkampf musst. Genauso bei Aldorf. Haben wir da nicht einen... Genau, einen zweihändigen Stab. Idea ist gut ausgerüstet. Ich bin gut ausgerüstet. Ich könnte meine Akibuse noch verbessern. Ja, ich könnte sie hervorragend machen. Oh, kostet das viel Geld. Könnte aber auch mal hier Sachen verbessern. Zerstört ein Gefäß einer niedrigen Stufe beim zweiten aufeinanderfolgenden Treffer. Zwillingsschnecken. Im Umkreis von 4 Metern wird das Ziel beim erzielten Treffer zurückgeschlagen. Schuldgefühle. Oder unbelastete Seele. Da ist mir unbelastete Seele irgendwie lieber. Dass ich weniger Schaden kriege. Habe ich das jetzt drauf schon? Ne, ich habe ja noch keine Ruhe für die Gottlosen. Okay. Dann quicksafen wir mal kurz. Wir haben jetzt Geld ausgegeben, aber wir kriegen auf jeden Fall wieder Geld rein, sobald wir... Oh, und Xotia hat ein Level-Up, sehe ich gerade. Warum auch immer ich hier einen Punkt in Überleben gebe, egal. Oh ja. Kraftstufe erhöhen und was könnten wir hier geben? Magrans Macht, Römergrans Ruf. Er zieht alle in der Nähe an, während der Frostschaden anrichtet und die Dauer aller vorteilhaften Wirkungen verkürzt, okay. Skeins Rache erschafft einen Bereich göttlicher Dunkelheit, die bei allen, die sich innerhalb des Bereichs befindet oder diesen betreten, eine blinde Wirkung hervorruft. Wilds Segnung.
Der Priester gewinnt die göttliche Aura von Vale. Die Verbündeten in der Nähe erhalten einen Bonus für alle Verteidigungen. Darüber hinaus können auch alle Feinde, die jemand angreifen, der unter dem Schutz der Gottheit steht, durch das Licht geblendet werden. Mhm. Beras Hand entzieht dem Ziel Lebensenergie und verringert ihre Kraftstufen erheblich. Dies verringert die Stärke von Zaubersprüchen und Fähigkeiten. Er damit. Bei Bossgegnern, also zum Beispiel dem Boten, wäre das schon mal gar nicht schlecht. Beschwört eine große lebende Rebe aus der Erde herauf, der Gegner angreift und an ihnen zerrt. What can I do? Be careful. Okay, ist nicht ganz so gelaufen wie geplant, aber... kriegen wir trotzdem hin. Und ja, alle auf Bogen. Finn hier heilen. Come now, step into the light. Es ist immer schön, wenn sie sich nicht wehren können. Ob das auch mit dem Boten funktionieren wird? So, was haben wir da? Ring der Regeneration, ein guter Kampfstab. Jede Menge anderes Zeug. I'd be glad to. So, ein paar Edelsteine. Was ist da noch drin? Schlacke und noch ein bisschen was anderes. Eine Implosionsladung. Und noch ein paar andere Bomben. I'm here. So, jetzt können wir mal ein bisschen Rambazamba machen. So, was ist hier? Eine Gruppe von Bergleuten bräuchte mindestens einen Monat, um diesen Einsturz zu räumen. Ja. Okay, das sind normale Fässer. Nur das ist ein Schwarzpulverfass. Au. Yes, certainly. Was passiert eigentlich, wenn ich Idee auf so ein Fass hauen lasse? Dann geht's nicht hoch, sondern verwandelt sich in einen Haufen Schwarzpulver. Ah ja, macht Sinn. Das Schwarzpulver geht nicht hoch, es bleibt einfach auf dem Boden liegen. Gut. Kabum-Minen. Ja, und wir haben die Kartografierungsqueste abgeschlossen. Wir haben aber dadurch nicht den Kartografierungserfolg, oder? Fraktion ab, baue 5 Bomben, baue 5 Zaubertränke. Genau, gib allen nicht kartierten Inseln einen Namen. Ich glaube, da fehlt da oben noch eine Insel. Also, ja genau, hier ist noch auf jeden Fall ein unbekannter Standort. So.
Okay, jetzt legen wir bei Motari Okosi an. Dafür müssen wir als erstes durch die Matikau-Anlegestelle. Mal sehen, was uns hier erwartet. Du weißt, das Schiff und betrittst einen ruhigen Stand. Deine dichte Baumgrenze vor dir trennt dich von den Tiefen des Dschungels. Ja, du erkennst Hinweise darauf, dass vor dir schon eine andere Gruppe hier gelandet ist. Die Spuren von gestiefelten Füßen führen in den Dschungel hinein. Es sieht allerdings nicht so aus, als ob auf diesem Weg auch jemand zurückgekehrt wäre. Lauschen. Der Strand ist geradezu verdächtig ruhig und es dauert einen Moment, bis du erkennst, was hier fehlt. Das Fischern und Treiben von Vögeln. Dann bemerkst du ein Huschen am Rand der Bäume. Du bist nicht allein. Brüllend und eine Waffe für den Kopf schwingend auf die Baumgrenze zulaufen. Dich zum Inneren der Insel bewegen. Zeige deine leeren Hände. Ich weiß, dass ihr da draußen seid. Lasst uns reden. Ruhig treten mehrere Ruana-Krieger aus der Baumgrenze hervor. Die Gesichter mit den Farben der Wahaki bemalt. Ein hochgestandener Krieger tritt hervor und betrachtet dich grinsend. Du bist hellhörig, mein Freund. Lass uns reden. Er zeigt auf eine Stelle am Strand. Ja, mit dem Wahaki haben wir ja mittlerweile Frieden geschlossen. Ob die es schon wissen, dass ich Krummsporn für sie platt gemacht habe, ist wiederum eine andere Sache. Der Wahaki-Krieger verschränkt die Arme und betrachtet dich kritisch. Die Kriegsbemalung in seinem Gesicht hebt seine ohnehin scharfen Gesichtszüge noch stärker hervor. Er öffnet den Mund, weint und geht lange und laut. Ich grüße dich. Du hast ja keine Ahnung, wie du deinen einen Hinterhalt gelockt hast. Nichts sagen. Gibt es ein Problem? Ich grüße dich. Du bist Outsider. Aber deine Präsenz disturbs mich all the same. Wir kennen dich, Fremder. Dennoch stört mich deine Anwesenheit. Er hält die Axt in beiden Händen und dreht sich mit langsam bewussten Bewegungen. There are dangers in the jungle for a man of any height. I would not have you die unprepared. Im Dschungel lauern Gefahren für einen Mann jeder Größe. Ich will nicht, dass du unvorbereitet stirbst. You step on the grounds of Motari Okosi. I can tell from your expression that you have no idea what this means to our tribe. Du bewegst dich auf dem Boden von Motari Okosi. Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass du keine Ahnung hast, was das für unseren Stamm bedeutet. Die Axt bleibt an seiner Seite, doch seine Finger sind weiterhin angespannt. Noch nicht, aber deine Anwesenheit hier verrät sehr viel. Ich weiß, was es deinen Vorfahren bedeutet hat. Das war Teil einer uralten Evakuierungsroute der Ruana. Ich habe meine eigenen Gründe dafür, hier zu sein. Mit deinem Stamm haben diese Gründe allerdings nichts zu tun. Nein, ich habe mich nur gefragt, wie jemand so dumm sein kann, mich zu überfallen. Nehmen wir mal die zwei. You know your history better than I guessed. Ikea, du kennst eure Geschichte besser als ich das vermutet hätte. Wahrscheinlich unsere Geschichte, meint er. You have the favor of the Wahaki, which is why I tell you this in words and not in bloodshed. Do not set foot in the jungles of Motari Okosi. It would be a breach of our traditions and a trip through Rakuhu's bowels for the likes of you. Du erfreust dich der Gunst der Wahaki, deshalb erzähle ich dir das jetzt auch in Worten und nicht durch Blutvergießen. Du darfst keinen Fuß in den Dschungel von Motari Okosi setzen. Es wäre ein Bruch unserer Tradition und für deinesgleichen eine Reise durch Rikus Gedärme. Ich dachte, meine Message to the Hoana Prince was clear. He needs reminding that to trespass on the jungle ruin is a death sentence. Ich dachte, meine Botschaft an den Prinzen der Hoana sei klar gewesen. Man muss ihn daran erinnern, dass es das Todesurteil bedeutet, in die Ruinen des Dschungels einzudringen. Embetta blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Was ist denn so gefährlich an Motari Okosi? Fragen wir mal direkt. Wieso gehst du davon aus, dass mich der Prinz geschickt hat? Explorers from Nekataka landed here. You must know by now, they did not return. Hier sind Entdecker aus Nekataka gelandet. Inzwischen musst du erfahren haben, dass sie nicht zurückgekehrt sind. Es ist kein Wunder, dass der Prinz eine zweite Gruppe hat, um die erste zu finden. Er kümmert sich mehr um Reichtum und Plunder als die Leben seiner Servants. Kein Wunder also, dass der Prinz eine zweite Gruppe ausgesandt hat, um die erste zu finden. Ihm geht es mehr um Reichtum und Plünderung als um die Leben seiner Diener. Du bist derjenige, der dem Prinz dieses blutige Tuch geschickt hat, nicht wahr? Ikira, the island is closed to outsiders. All who set foot here are doomed to perish. Ikera, die Insel ist für Fremde geschlossen. Alle, die einen Fuß auf diese Insel setzen, sind zum Sterben verurteilt. The prince sent explorers into the maw of this island.
Their drained corpses and bloodied clothes were all they left behind.